aufgeschlagen und habe mich dann dabei überschlagen. Also ab Bauchnabel abwärts war kein Gefühl mehr da. Du kannst dir nie wieder alleine die Strümpfe anziehen. Du kannst nie wieder alleine dir die Schnürsenkel zubinden. Du bist für mich so einer der, ja, mit inspirierendsten Menschen, die mir so in meinem Leben irgendwie begegnet sind. Ja, der Joy by Johanni Podcast meldet sich heute live aus Göttingen. Wir sind hier in einem richtig coolen Podcast-Raum sozusagen. Also an der Stelle vielen Dank an dieses Kraftwerk in Göttingen für die Location. Falls ihr hier mal seid, Leute, geht hier mal ins Gym. Ist wirklich ein geiles Kraftwerk-Gym, muss man sagen. Für alle Kraftsportler lohnt sich. Heute zu Gast, ich bin nicht alleine, wie unschwer zu erkennen, ist jemand ganz Besonderes und zwar ein ehemaliger Kunde von mir. Ich durfte mit dem lieben André zusammenarbeiten und vielleicht wundert ihr so ein bisschen euch jetzt gerade, weil Joy by Johanni, ihr seht immer die ganzen Frauen und die Mädels und naja, Joy by Johanni, ich kann euch das gleich sagen, ist schon auch was für echte Kerle. Denn der Kerl, der heute neben mir sitzt, also der hat es auf jeden Fall in sich und da möchte ich euch heute den lieben André vorstellen. André, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Wie geht's dir erstmal heute so vor der ersten wahrscheinlich Live-Podcast-Aufnahme, oder? Die allererste Podcast-Aufnahme. Mega aufgeregt, schon auf dem Weg hierher. Also ich, ja, das kann man so in, kann man gar nicht beschreiben, wie das ist. Das ist so ein Mischmasch, ja, zwischen, ja, das wird cool und na, wie wird's denn? Und das ist, ich kann das noch nicht greifen, sagen wir es mal so. Das ist voll schön, weil mich das tatsächlich auch immer so ehrt, weil ich ja das Podcast-Game jetzt schon so viele Jahre mache, ne? Und tatsächlich aber weiß, wenn ich wo eingeladen bin, wie sich das anfühlt, weil auch ich da immer noch eine Aufregung habe und ich mich auch noch reinversetzen kann von meinem allererstes Interview. Das war mit richtig viel Aufregung verbunden, ne? Aber es ist total schön, weil du wirst gleich merken, das wird gleich total locker. Und genau, also Leute, heute darf es locker werden, aber zugleich auch spannend für euch tatsächlich, weil ihr ja jetzt hier zuguckt. Denn der André hat so eine inspirierende Geschichte zu erzählen und genau deshalb, ja, ist er auch hier. Jetzt aber vorab die Anfrage, André, die sehr spannend ist: Wie bist du angereist? Angereist, diesmal mit dem Auto. Und genau darauf wollte ich zu sprechen kommen, weil ja, der André einfach eine ganz besondere Passion hat, nämlich ist es das Fahrrad. Und das macht ihn wirklich auch sehr individuell. Viele fahren gerne Fahrrad, aber was ich damit meine, darauf kommen wir einfach gleich. Vielleicht auch hol uns genau dazu mal ab, André. Wie kamst du denn zu dieser Passion zum Fahrradfahren? Passion Radsport hat bei mir begonnen. Ich habe vorhin extra mal geguckt. 2021 im September. Und zwar ist das entstanden durch eine leichte private Krise und ich musste einfach mal raus. Und da hat mich das Thema Bikepacking interessiert. Fahrrad, Klamotten, Schlafsack, Campingkocher, alles was dazugehört, einfach ans Rad und dann los. Ein Bekannter von mir, Jens, schöne Grüße. Der macht das Ganze europaweit. Also der fährt dann monatelang mit dem Fahrrad durch die Prärie. Und da habe ich gesagt, ich so, das musst du auch mal machen. Dann hatte ich mich mit ihm kurz geschlossen und er sagt, da fahr doch erstmal den Elberadweg. Das ist entspannt, fährst du von Cuxhaven erstmal bis nach Hause. Das sind so 500 Kilometer waren das. Und dann startest du erstmal. Fahrrad hatte ich, dann muss man kaufen, Gepäcktaschen. Dann braucht man einen Campingkocher, dann braucht man einen Schlafsack, dann braucht man Dings. All das, was ich damals da investiert habe, da hätte ich wahrscheinlich 2 Wochen in die Türkei fliegen können. Und dann ging es los. Mit dem Auto nach Cuxhaven hoch. Da eine Nacht bei Verwandten geschlafen. Mein Kumpel damals noch Bescheid gesagt: Du, ich komme gerade wieder. Wollen wir nicht zusammenfahren? Ich so, das können wir machen. Gut, dann fahre ich jetzt von zu Hause los. Und dann haben wir uns auf dem Weg irgendwann getroffen. Geplant war wirklich von Cuxhaven nach Hause, die 500 Kilometer. Gewonnen ist es nachher ein Umweg über Berlin zum Olympiastadion, Foto da machen. Und das war dann für mich das erste Mal so ein wie frei sein. Du stehst morgens auf, du weißt aber nicht, wo du abends einschläfst. Und dann fährst du deine 50, 60, 70 Kilometer, dann guckst du auf die Uhr,
oh, 16 Uhr, hast noch 2-3 Stunden zum Fahren. Dann machst du die nächsten, dann waren es irgendwann 90, dann waren es 100, 120. Dann haben wir uns irgendwann getroffen. Dann wurde da so ein, ja, man sagt mal, so ein kleiner Wettkampf immer draus. Komm, wir fahren heute immer 100 Kilometer. Vorher suchen wir uns nicht zum Schlafen. Dann haben wir teilweise da gibt es solche Hotspots, die kann man sich raussuchen über Internet. One Night for Tent. Da kann man dann bei irgendwelchen fremden Leuten als Gast dann übernachten. Entweder in einer kleinen Holzhütte oder nur im Garten mit dem Zelt. Mit Waschmöglichkeiten, allen drum und dran. Ja, das haben wir uns dann immer rausgesucht und sind dann immer Etappe für Etappe gefahren. Und dadurch, dass er sich eben auch auskannte in dem ganzen Thema, hatte ich dann natürlich auch den besten Begleiter, wo man halt lernen konnte, worauf es ankommt. Im Endeffekt war die Reise nachher anstatt 500, 800 Kilometer lang in 8 Tagen. Und dieses Gefühl, das war unbeschreiblich. Jeden Morgen, wie gesagt, aufstehen, abends nicht wissen, wo lande ich. Beim Fahren einfach nur mal die Natur um sich drumherum wirken lassen. Viele Leute haben mal gefragt, guckst du dir überhaupt was an unterwegs? Ich sage, na, ich sehe ja den ganzen Tag was. Ich sehe hier ein Blatt, ich sehe hier einen Baum, dann fliegt hier ein Schmetterling rum, da ist eine Wiese oder ein Feld, Waldwege. Das ist Entspannung pur für den Kopf. Geil. Aber auch die, ja, dieser sportliche Ehrgeiz, den man dann dabei irgendwo entwickelt, immer noch ein Stück weiter und noch ein Stück weiter, ob es regnet oder Wind ist, immer noch ein Stück weiter. So schön, weil du jetzt gerade irgendwie so ein paar Themen angesprochen hast, wie du zum Radsport kommst und auch diese Verbindung zur Freiheit. Und ja, also da werden wir später bestimmt auch nochmal drauf kommen, was das auch jetzt heutiger Stand für dich bedeutet. Und ich finde es super spannend, dass das im Endeffekt erst seit 3 Jahren bei dir wirklich so eine Passion ist. Ne? Ja. Und jetzt lass uns aber erstmal, André, bevor wir da weiter reingehen, so ein bisschen noch näher dich kennenlernen. Denn du bist für mich so einer der, ja, mit inspirierendsten Menschen, die mir so in meinem Leben irgendwie begegnet sind, weil du einfach eine Besonderheit mitbringst. Und berichte du gerne einfach mal in deinen eigenen Worten, ja, wer du bist, was dich ausmacht. Also erzähl gerne mal so ein bisschen deine Geschichte ganz frei raus. Oh, jetzt wird's hart. Ja, ich bin André, 41 Jahre, komme aus dem Harz, habe damals, wie jeder andere Normale auch, eine Ausbildung gemacht, habe relativ früh mit Training angefangen. Also wir hatten schon immer einen kleinen Fitnessraum bei uns im Keller. Mein Dad ist da auch sehr sportfanatisch, sagen wir es mal so. Das wurde mir und auch meiner Schwester mit in die Wiege gelegt, mehr oder weniger. Daher dann auch natürlich dieser sportliche Ehrgeiz. Hatte während meiner Ausbildung eigentlich nur Sport, eigentlich fast nur Sport im Kopf, mehr oder weniger Sport wie Ausbildung, wie das immer so ist. Dann kommen dann natürlich so 1-2 Reibepunkte, familienintern, weil ich mit meinem Vater in einer und derselben Firma gearbeitet habe. Ja, wenn man sich dann nur noch auf eins fokussiert, dann fällt das andere irgendwann hinten runter. Berufsschule, ja, es war schön, dass man da war, aber mitgenommen hat man auch nicht viel. So wie das auch in der Schule dann war. Man hatte dann immer andere Hobbys. Dann kam am 5.9.2003 ein sehr großer Schicksalsschlag. Ich bin von der Arbeit gekommen, habe meinen Dad halt noch kurz begrüßt zu Hause. Bin ins Auto gesprungen, Turnbeutel hinten rein und dann los. Und habe dann einen Verkehrsunfall gebaut, weil mir ein entgegenkommender Mähdrescher im Scheitelpunkt der Kurve mehr oder weniger in die Quere kam. Da stand so eine Geräteklappe offen und die ragte bei mir in die Frontscheibe. Reflexe, mitten in der Kurve ausweichen, das Hinterrad ist auf der Rasenkante gekommen und ich bin auf der gegenüberliegenden Seite auf in so einen Abhang runtergefahren, auf dem Radweg gelandet, aufgeschlagen und habe mich dann dabei überschlagen. Dann war ich bei vollem Bewusstsein.
Ich lag draußen, außerhalb des Fahrzeugs. Wie ich da hingekommen bin, das kann ich mir bis heute nicht erklären. Das Erste, was ich gemacht habe oder was ich gefühlt habe, war, dass irgendwas fehlt. Heißt, ich musste mich erstmal abtasten, von oben nach unten. Als ich mir dann in eine Hose gegriffen habe oder in eine Hose gegriffen habe, habe ich gemerkt, nee, das ist alles da. Als ich meine Hand wieder weggenommen habe, habe ich gemerkt, das ist nichts mehr da. Diese Verbindung, also ab Bauchnabel abwärts, war kein Gefühl mehr da. Dann realisiert man da vor Ort, irgendwas stimmt jetzt hier nicht. Was ist das? In demselben Moment habe ich das Telefon rausgeholt, habe dann meinen Dad auch nochmal angerufen. Ich sage, du musst hier mal herkommen. Ich glaube, ich bin querschnittsgelähmt. Wie? Ich sage, na, ich merke hier nichts mehr. Ich sage, ich liege hier auf dem Acker, ab, Bauchnabel abwärts, kein Gefühl mehr. Der kam dann vorbei. In der Zwischenzeit rief ich dann Krankenwagen an, die kamen dann auch noch. Dann waren die Passanten, die vor mir fuhren, haben dann angehalten, haben sich dann eben um mich gekümmert. Ich durfte mich ja mehr oder weniger gar nicht mehr bewegen, weil wir wüssten ja auch nicht, was noch kaputt ist. Und bis dann der Krankenwagen kam, verging dann auch einige Zeit. Es wurde weder damals ein Hubschrauber oder ähnliches gerufen, es wurde wirklich dann halt ja, notdürftig versucht, den Bengel da irgendwie ins Krankenhaus zu verfrachten. Mein Glück damals war, ich hatte gut 90, 95 Kilo, die mir mehr oder weniger das Leben gerettet haben. Aber eben trotz allem war die Wirbelsäule gebrochen. Das war der zehnte Brustwirbel kam später dazu, es war der 12. Brustwirbel. Der erste Lendenwirbel war komplett zertrümmert und später nach der vierten, fünften OP kam dann noch der 10. Brustwirbel mit dazu, weil da die Deckenplatte eingebrochen ist. Das Ganze wurde behandelt im Krankenhaus als Not-OP über 7-8 Stunden, gefolgt von 2-3 Tage Intensivstation, 15 Tage in dem einen Krankenhaus, wo halt die Not-OP durchgeführt wurde. Und das war für mich, für den Kopf, das Schlimmste, was einem in so einem Moment passieren kann. Mhm. Ich war 20 zu dem Zeitpunkt. Die Menschen, Personen, die mit mir dort auf dem Zimmer waren, die waren 70, 80 mit einem Bandscheibenvorfall. Die sagen, Junge, also das wird nichts mehr mit dir. Du kannst dir nie wieder alleine die Strümpfe anziehen. Du kannst nie wieder alleine dir die Schnürsenkel zubinden. Und ich sage, wie jetzt? Das hat doch gerade erst angefangen, das Leben. Mhm. Kann doch jetzt nicht sein, dass du wie so ein Rentner mehr oder weniger hier nichts mehr machen kannst. Ich habe zu dem Zeitpunkt ja nicht verstanden oder noch nicht begriffen, dass die Leute halt ja aufgrund von Altersschwäche eben diese Probleme haben. Aber in so einer Situation ist es halt wirklich für den Kopf ja, Gift gewesen, dass ich gesagt habe, das war's hier. Die Erlösung kam 15 Tage später, beziehungsweise die leichte Erlösung kam eigentlich schon in der Intensivstation, als hier eine Decke auf dem Bein lag. Und ich sagte zu meiner Mutti, die ist Physiotherapeutin, ich sage, oh, was liegt dir auf meinen Füßen rum? Da sagt sie, wie? Ich sage, das fühlt sich an, als wenn da ein Betonklotz drauf liegt. Da sagt sie, merkst du das? Ich sage, ja, irgendwas ist da. Da sagt sie, pass auf, dann ist noch nicht alles vorbei. Dann ist da noch irgendwo ein kleiner Funken oder ein kleines Signal, was noch arbeitet. Da war für uns klar, wenn man jetzt an die richtigen Ärzte gerät, könnte dieser Schaden noch zum Teil behoben werden. Mhm. Mein Glück war es, dass der Arzt, der mich damals operiert hat, wahrscheinlich für sich selber mitbekommen hat, das, was er da gemacht hat, war wirklich bloß eine Not-OP. Und er hat mich dann in ein Krankenhaus nach Halle geschickt. Das ist eine Spezialklinik für Rückenmarksgeschädigte. Viele werden das Krankenhaus vermutlich auch kennen. Ist rein theoretisch nur für BG-Patienten.
Ich hatte aber aufgrund der Schwere der Verletzung das Glück, dorthin zu kommen. Geplant war aber nur eine Vorreha. Aus einer Vorreha wurde eine Voruntersuchung. Aus einer Voruntersuchung wurde die Hände über den Kopf zusammenschlagen vom Arzt. Er hat gefragt, was ist das denn? Dann wurde all das, was 15 Tage zuvor eingebaut wurde, wieder ausgebaut. So. Halle vom Wohnort weg, 100 Kilometer, glaube ich, von meinen Eltern. Ich angerufen, ich sage, ihr müsst mal wieder herkommen. Warum? Ich sage, die wollen mich nochmal operieren. Wieso? Ich sage, komm bitte her, ich weiß es nicht. Dann ist man ja bei vollem Bewusstsein und dann ist es ja wie, als wenn einem einer die AGBs vorliest. Sehr geehrter Schmidt, das sind jetzt die Risiken und Nebenwirkungen. Es kann sein, dass Sie danach laufen können. Es kann aber auch sein, dass wir im Rollstuhl bleiben. Was wollen wir machen? Dann war die Entscheidung zwischen entweder Kribbeln in den Beinen und Schmerzen oder wir gehen das Risiko ein und machen nochmal eine OP. Mhm. Ich hatte vorher Missempfindungen in den beiden Oberschenkeln, Taubheitsgefühle. Das war wie Ameisenstiche. Als wenn hier 1000 Ameisen drüber laufen. Dann bin ich irgendwann morgens in den OP-Saal rein und bin mittags, nachmittags irgendwann im Aufwachraum aufgewacht. Hatte auch gleich das Telefon da, da habe ich meine Eltern hingerufen. Ich sage, wach bin ich. Ich sage, und es ist alles anders wie vorher. Das Kribbeln in den Oberschenkeln war weg, der Schmerz in der Wirbelsäule war weg. Weil bei der Not-OP diese natürliche Skoliose der Wirbelsäule wurde nicht so fachgerecht aufgerichtet, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Dadurch entstand mehr oder weniger noch so eine Art wie Überdruck oder so ein Druckempfinden auf dem Spinalkanal, wo ja noch Knochenfragmente vom ersten Lendenwirbel drin stachen. Das wiederum, rückwirkend betrachtet, hat natürlich dazu geführt, dass dieser Spinalkanal eingeengt wurde, die Knochenfragmente dort drinnen stachen und diese Lähmung natürlich noch weiter hinaus gezögert hat. Nach der zweiten OP war das dann sichtlich besser und dann ging das in das nächste Vorgespräch, weil es musste ja der erste Lendenwirbel wieder rekonstruiert werden. Mhm. Mein Glück zu dem Zeitpunkt war, dass diese Fachklinik an einem besonderen oder an so einer speziellen Methode mitgewirkt hat, die aus den USA kam, wo aus dem Becken kam, links ein ja, Becken, also aus dem Becken wurde so ein Beckenkamm rausgesägt. Jetzt wird es ein bisschen komisch. Dann wurden die Rippen aufgebogen. Der linke Lungenflügel wurde mehr oder weniger die Luft rausgelassen. Der wurde dann auf den rechten Lungenflügel umgeklappt, damit man überhaupt erstmal irgendwie an diese Bruchstelle kommt. Dann wurden die Knochenfragmente entfernt. Dann wurde der Knochenspan aus dem Becken zwischen den zweiten Lendenwirbel und den 12. Brustwirbel gesetzt, dass das wie so ein Block war, mehr oder weniger. Und mit so einem, ja, ich sag mal, körpereigenen Netz umwickelt. Mhm. Dann wurde dort Knochenzement reingegeben und dann konnte das miteinander verwachsen. Dann ging das dann irgendwann los mit Physiotherapie. Also der Schmerz an sich, man muss sich, das kann man nicht, also ich kann das nicht beschreiben. Das Schmerzempfinden ist dann irgendwann so weit nach vorne gegangen, dass man schon, also ich habe Rückenschmerzen, habe ich wahrscheinlich, ich merke die bloß nicht. Wie jeder normale Mensch auch, mhm. Aber ich habe das, das ist bei mir irgendwie, das gehört halt dazu oder man nimmt es halt nicht mehr wahr. Nach dieser OP war es ja, oder nach dieser einen OP, die ja eigentlich drei OPs beinhaltet hatte, Knochen rauszwickeln hier irgendwie aus der Wirbelsäule, Beckenkamm raussägen, Rippen aufbiegen, das da alles rein basteln, war natürlich die Mobilisierung die absolute Hölle. Man hatte so ein kleines Atemgerät, um das Lungenvolumen erstmal wieder auf Vordermann zu bringen, dass die Lunge erstmal die ganze Flüssigkeit rauslässt, wie Blut und dies und das und jenes.
dann hatte man das Problem, man konnte ja nicht auftreten, weil der Beckenkamm ja gefehlt hat. Das heißt, das war dann noch immer wieder wie so ein Stechen in der Hüfte. Und natürlich diese ganze Apparatur, die man so mit sich rumträgt, wo man dann eben die Wundflüssigkeit halt rauslässt. Das durfte ich dann ja dreimal durchmachen, mehr oder weniger. Mhm. Wo ich mir gesagt habe, irgendwann muss das auch mal ausreichen, ja. Ich wollte dich da auch gern fragen, André, wenn du dich dran erinnern, wahrscheinlich kannst du dich sehr gut dran erinnern, wie war damals dein, ja auch so mental, weißt du, also ich meine, dass es einem nicht gut geht, das ist klar, aber wie hast du die Situation für dich jetzt noch in Erinnerung? Was waren damals so deine Gedanken und auch vielleicht so die tiefsten Gedanken? Das war's jetzt, das Leben ist vorbei. Man kommt ja, oder man ist ja dabei, sich irgendwo zu finden. Man richtet sich aus, Ausbildung. Ja. Was macht man denn später? Macht man das weiter? Sucht man sich was anderes? Hat man da Spaß dran? Und dann kommt ja von heute auf morgen, kommt mehr oder weniger der Blitz vom Himmel, trifft dich und dann liegst du da im Krankenhaus. Ja, und du kannst eigentlich nichts mehr. Ich habe damals mit meinem Cousin zusammen laufen gelernt. Also ich musste ja teilweise wirklich 3 Monate, 4 Monate hat es gedauert, bis ich erstmal irgendwie aus diesem Rollstuhl raus konnte. Und um dann irgendwo an Krücken zu laufen. Was ja auch mein Glück war, dass ich einen recht kräftigen Oberkörper hatte. Die Unterschenkel, die waren ja innerhalb kürzester Zeit völlig außer Gefecht gesetzt. Das, was der Körper halt im Grunde genommen nicht mehr braucht, baut er ab. Und das war erstmal die Grundmuskulatur. Ich bin damals mit 95 Kilo oder 90, 95 Kilo ins Krankenhaus gekommen und bin, glaube ich, rausgekommen mit 75 oder 70 Kilo. Abgemagert, durchgekämpft. Vom Kopf her eigentlich kaputt, auch sehr depressiv. Also ich hatte keine Lust mehr, überhaupt irgendwas zu machen, weil man sich das auch anders vorgestellt hat, irgendwie jetzt sein Leben zu bestreiten. Ich sag mal so, wie hast du dich geschafft, wieder zurück ins Leben zu kämpfen und wie und wann hast du angefangen, so dein Leben und die Gesundheit für dich in die Hand zu nehmen und nicht aufzugeben? Aufgeben ging nicht, weil die Familie hinter mir stand und auch Freunde und Bekannte. Ich bin aus dem Krankenhaus dann irgendwann, ich bin im September rein und bin im Dezember raus. Dann bin ich 6 Wochen zur Reha. Bei der Reha war es dann so, die haben mir, glaube ich, mit Absicht irgendwo das letzte Zimmer am Gang gegeben und die Termine so gelegt, dass ich nur noch am Laufen war. Also ich musste dann jeden Morgen zum Frühstück runter. Dann hatte ich zwischen Frühstück und der ersten Anwendung 2 Stunden Pause, also musste ich wieder aufs Zimmer hoch. Dann durfte ich wieder runter, dann durfte ich wieder hoch, dann durfte ich zum Mittag. Also ich habe da habe ich das Laufen gelernt, wieder. Dann haben mich viele Bekannte aus dem Fitnessstudio, haben mich dann aus der Reha nach meinen Behandlungen immer abgeholt, dass ich auch mal wieder so ein bisschen ins soziale Umfeld gerate. Dann bin ich mit Krücken das erste Mal wieder durchs Fitnessstudio geschlichen, hatte wieder Kontakt zu den Leuten, konnte auch wieder Sport machen, habe dann auch wieder Sport gemacht, das was ging zumindest. Und dann war im Februar oder März 2004 eine Nachkontrolle. Da sollte nochmal gecheckt werden, ist das alles zusammengewachsen, passt das alles, können wir das jetzt so lassen. Und da wurde festgestellt, dass der 10. Brustwirbel ist oben die Deckenplatte eingebrochen. Hieß also, Herr Schmidt, wir müssen Sie nochmal operieren. Und da war für mich dann irgendwann alles vorbei. Da ist erstmal ein Jahr lang, habe ich mich ja eingemottet. Habe nur noch am Rechner gesessen, habe gezockt, habe keinen Kontakt zu irgendwelchen Leuten gehabt, nichts. Bis ich dann irgendwann durch Zufall mal wieder meinen Kumpel getroffen habe, der das Fitnessstudio hatte. Und der hat gesagt, also wenn du weiter so machst, das ist ja furchtbar, wie du aussiehst. Ja, du musst mal wieder auf die Beine kommen. Komm erst mal wieder zum Sport, wir bringen dich mal wieder auf Vordermann.
Ja, und der hat mich dann damals wieder aufgebaut. Der hat gesagt, komm, wir machen jetzt hier morgens, kommst du zu mir, dann frühstücken wir, dann gehen wir mit den Hunden raus, also wieder laufen. Ich war ja faul, weil das war halt auch anstrengend. Rückblickend betrachtet, sage ich mir, wäre ich damals nicht so faul gewesen, wäre vielleicht dann doch noch ein oder das andere besser geworden. Dann ging es nachmittags zum Sport. Dann hat man so tagsüber, wie gesagt, die Zeit miteinander verbracht, hat noch ein paar Wege erledigt, dass man auch vom Kopf her was anderes mal wieder merkt und sieht oder auch mal rumkommt. Ja, und dann wurde dann mehr oder weniger jeden Tag wurden die Einheiten dann geknüppelt, es wurde spazieren gegangen, es wurde trainiert, morgens wie abends, es wurden dann irgendwann Rückenschulmaßnahmen mit eingebunden, dass man erstmal wieder irgendwie sich gut fühlt, ja, auch vom Kopf. Ich konnte dann auch wieder arbeiten gehen, zum Teil, so ein bisschen zumindest. Hatte dann auch nochmal versucht, eine Ausbildung anzufangen in diese Richtung Sport und Fitness, um anderen Leuten zu helfen. Dann kam aber auch wieder ein kleiner Rückschlag mit der Wirbelsäule, weil dieses permanente Stehen, das tat mir auch nicht gut. Du weißt ja selber, als Coach musst du halt stehen. Es sieht doof aus, wenn man da irgendwo rumlümmelt. Dann kam das wieder dazu. Und dann kam halt, wie gesagt, der nächste Rückschlag, wo man gesagt hat, Mensch, ich hört das gar nicht mehr auf. Und dann habe ich irgendwann mich ja komplett zurückgezogen nochmal. Und dann irgendwann, ja, langsam nochmal anzufangen. Das wollte ich dich gerade fragen. Also wann war dann für dich auch der Punkt, wo du selber gesagt hast, so, ich werde jetzt wieder was für mich machen und vor allem auch, André, neue Challenges richtig anzugehen? Gab es da so richtig einen Schlüsselmoment oder war das eher so ein Prozess? Das war eigentlich ein Prozess. Das war ja immer ein Auf und Ab. Man hat ja immer so ein leichtes Hoch gehabt, dann kam wieder unten, dann war man erstmal wieder ganz hier unten, so auf Bodenniveau mehr oder weniger. Dann ging es mal wieder leicht nach oben. Das war eigentlich immer eine Phase, ja, ein Auf und Ab. Irgendwas war ja immer. Entweder hatte man dann aufgrund von Depressionen sich so ein bisschen in den Alkohol verliebt. Weil dann tut es den nächsten Tag nicht so, also am nächsten Tag tut dann der Kopf weh, aber der Rest dann nicht. Aber das war ja dann auch nicht die Endlösung. Bis dann irgendwann das wirklich so schlimm war, dass ich für mich gesagt habe, ey, wenn du jetzt so weitermachst, dann nimmt das hier ein ganz, ganz böses Ende. Das heißt, ist dir selber dann wirklich bewusst geworden, dass du für dich was ändern musst? Ich lag irgendwann abends im Bett und habe gesagt, also wenn du jetzt nichts änderst, dann hast du hier irgendwann, also nicht mehr ich. Andere haben dann halt das Problem, dass ich dann nicht mehr da bin. Und dann habe ich zu mir gesagt, warte mal, du musst dich erstmal entgiften. Das ging dann damals los mit einer Fastenkur. Aus einer Fastenkur wurde dann die Entgiftung eingeleitet. Dieser ganze seelische, körperliche Ballast war erstmal raus. Man war vom Kopf frei. Man konnte für sich wieder einen Plan machen. Plan in dem Fall erstmal Ernährung umstellen, Trainingspläne wieder aufnehmen. All das, was mein Kumpel damals gesagt hat, du musst Sport machen, du musst dich vernünftig ernähren, du musst dich bewegen, du musst raus. Von heute auf morgen das umgesetzt, kein Tropfen Alkohol mehr, kein nichts, kein gar nichts mehr, vernünftige Ernährung, Sport und dann waren die ersten 10, 12 Kilo nach einem halben Jahr runter. Und dann kamen ja auch wieder die Leute auf einen zu und die haben gesagt, Alter, was ist mit dir passiert? Wo kommt denn das her? Dieser Prozess, der hat aber gedauert, ja, 10 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre, weil man ja immer wieder dieselben Fehler macht. Das ist ja wie man fässt zweimal auf eine heiße Herdplatte und merkt das dann, dass es heiß ist. So ist das ja wirklich gewesen. Also man lernt ja dann da auch nicht aus seinen Fehlern, bis man dann irgendwann mal so in sich kehrt und sagt, ey, was machst denn du hier eigentlich für einen Blödsinn?
Krass. Und du hast jetzt vorhin auch gesagt, André, 2021 an sich kamst du dann erst zum Radfahren. Wie ist da für dich generell so dann richtig so ein Feuer entfacht, wo du gemerkt hast, boah, Radfahren ist für dich, oder das kann echt was werden, wo du ja mehr als einfach nur ein Hobby drin für dich findest? Für mich stand ja Bikepacking, Radreisen erstmal ganz, ganz, ganz weit oben. Erstmal war es für mich eine Form von Urlaub. Mhm. Für andere ist das eine Form von Quälerei. Ich habe für die Quälerei Urlaub genommen, dass ich solche Rundreisen machen kann. Durch die Beeinträchtigung in den Beinen kann ich halt auch keine extremen Entfernungen per Fuß zurücklegen. Das heißt, Urlaube, Wanderurlaube wären bei mir ausgefallen. Mhm. Und so habe ich aber durch das Radfahren die Möglichkeit gehabt, innerhalb kürzester Zeit pro Tag eine gewisse Kilometeranzahl zurückzulegen, um dann dort irgendwo die Landschaft halt zu genießen. Der richtige Hype Radfahren kam durch einen Kumpel aus Rostock, den Stefan, auch hier schöne Grüße. Der hat gesagt, wir machen hier eine Charity-Veranstaltung, so eine Ostsee-Radklassik nennt sich das. Mhm. Und Stefan, den kenne ich schon seit Zeiten von den Fitnessstudios, weil der hat uns immer mit Sportnahrung damals versorgt. Ja, und dieser Kontakt ist immer irgendwie bestehen geblieben, eingeschlafen. Mhm. Aber durch das Radtraining hat man dann halt doch nochmal ein, zwei Fragen gehabt. Und dann kam es halt dazu. Ja, dann bin ich auch mal nach Rostock gefahren. Dann waren wir in diesem auf der Radrennbahn in Rostock. Da ist immer zu diesem Event ein riesengroßes Aufgebot von Sportveranstaltungen, Bahnradsport. Ja. Damals Jan Ulrich ist da gestartet, dann habe ich gedacht, da musst du unbedingt mal hin. Das ist eine Kultstätte mehr oder weniger. Und dann hat man da so seinen Tag verbracht mit Grillerchen, abends noch was essen gehen. Und nächsten Tag war dann so diese Ostsee-Radklassik. Und da sagt der Mensch, hier hast du schon mal den Zeitstempel, also den zeitlichen Ablauf. Und dann gucke ich da drauf, 200 Kilometer. Morgens losfahren, 10 Stunden. Nicht mal 10 Stunden, ich weiß gar nicht. Ich sage, Stefan, ich sage, hier steht irgendwas mit 27 km/h drauf. Ja, naja, ist doch gemütlich, sag mal. Ich sage, ich bin noch nie 27 km/h gefahren, im Schnitt. Ja, das wird schon. Naja, morgens dann schon mit leichten Bauchschmerzen aufgestanden, ob man das überhaupt schafft. Frühstück, Haferflocken, alles was geht, Brötchen, Marmelade, rein und dann an den Start. Naja, dann reiht man sich so ein bei, ich sag mal, 60, 70, 80 Leuten, fährt man da so ein bisschen hinterher. Das Tempo straff nach vorne, 25, 26, 27. Die ersten 50 Kilometer waren in unter 2 Stunden beendet. Da ich sag, Mensch, das läuft aber gut. Also kannst du es ja doch. Also weiter. Dann war auch bei Mittagspause. Lief auch noch ganz gut und dann wieder weiter, im Wind mitgefahren, relativ weit vorne mitgefahren. Und irgendwann kam der Mann mit dem Hammer und hat gesagt, du fährst jetzt hier nicht mehr weiter. Das muss man sich vorstellen, als wenn du ja aus dem Föhn den Stecker aus der Steckdose ziehst und dann geht das. Dann wurde aus den vorderen Positionen die letzte Position. Dann kamen die Helferlein von hinten und haben gesagt, was ist mit dir los? Ich sage, ich kann nicht mehr. Dann haben die mich noch irgendwie zum dritten Checkpoint geschleppt. Da habe ich dann noch Brötchen gegessen und habe gesagt, hier, lad mal das Fahrrad auf. Ich sage, ich kann nicht mehr. Das hat mich dann natürlich auch gewurmt, weil so habe ich mir das ja auch nicht vorgestellt. Und da ich ja wusste, dass das im nächsten Jahr wieder ist, habe ich gedacht, naja, dann nimmst du dann wieder teil. In der Zwischenzeit ist aus Bikepacking im Flachland Bikepacking in den Alpen geworden. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, du fährst mal zum Gardasee. Alte Bikepacker-Regel ist aber, du fährst nicht denselben Weg zurück. Da habe ich gesagt, okay, wie fährst du denn dann? Mit Bus und Bahn wollte ich nicht. Also habe ich meine Route umgeplant und bin dann von München nach Innsbruck, von Innsbruck runter nach Bozen, von Bozen nach Meran, von Meran in die Schweiz rüber noch ein kleines Stückchen und von da aus über Richtung Garmisch-Partenkirchen dann nachher.
Dann nochmal irgendwann rechts abgebogen, weil ich noch zu viel Zeit hatte. Bin dann nochmal da schon mal einen Anstieg von dem Event gefahren, wo wir wahrscheinlich noch drauf kommen. Ja, und da war dann irgendwie das Feuer für Bergefahren entfacht. Dann kommt man da in, das war den Stelvio, ist ein ganz berühmter Bergpass oder Alpenpass in Italien und Schweiz. Und ich habe dann morgens irgendwo, habe dann eine Nacht im Hotel geschlafen, weil ich nachts abgesoffen bin. Dann hat es so geregnet und ich lag dann draußen mit meinem Schlafsack, komplett klitschnass, von Jacke, Hose, Schuhe, alles nass. Also einmal Hotelübernachtung, alles trocknen und dann einen Tag so halbwegs ausruhen und dann den nächsten Tag dann diesen Pass da angehen. Und dann startet man morgens und dann fährt man da hoch und ist ja ein, zwei Radfahrer, kein Auto, kein Nichts. Ich sage, das ist aber leer hier heute. So nach einer Stunde kam da immer noch nichts hochgefahren. So. Und irgendwann überholte mich so ein Pacing-Car mit Bicycle, bla 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 draufstehen und Rundumleuchte. Dann kam ein Kameramotorrad, dann kam der erste Radfahrer und dann war ich im Radrennen. Da ich sagte, jetzt bist du hier Mutter sehen allein auf diesem Berg. Ich sage, jetzt überholen dich, bist du hier in eine Rennradsportveranstaltung reingeraten. Ja, und dann kämpft man sich da mit seinem ganzen Gepäck, muss man sich vorstellen, Fahrrad, dann überall Taschen dran, wo dann die ganzen Utensilien drin sind und dann fährt man da, oder schon gefahren war das ja nicht, das war ja schleichend da hoch, wird er von den ganzen Radsportlern überholt und dann ist man da mitten im Geschehen und dann ist man irgendwann auf 2000 Meter Höhe und dann, ja, da kommen ja die Tränen, da sagst du ja, ey, das ist ja krass. Ja, dann genießt man den Moment da oben mal alleine, weil sowas habe ich noch nicht gesehen. Ja, auf über 2000 Meter Höhe, da ist ja nichts. Da ist ja nur Herzschlag und Atem. Da ist kein Windzug, da hört man kein Tier, da hört man kein Auto, kein Nichts, nur man ist nur mit sich da allein beschäftigt. Ja, und irgendwann auf dem Rückweg bin ich dann in das zweite Radrennen geraten. Das war eine Bergetappe und da haben mich irgendwie die Rennräder angesprochen. Und das hat dann auch nach der Alpentour nicht lange gedauert, dass ich dann geguckt habe nach Rennrädern. Dann kam der besagte Tag X, Ostsee Radklassik. Ich sage, Stefan, ich komme rüber. Meine Alpen noch in der Beine. Sauerstoff aufgrund der Höhe. Natürlich ein bisschen mehr, also die Energiebereitschaft war besser gewährleistet. Ja, und dann haben wir die zweite Ostsee-Radklassik angegangen und da habe ich gesagt, heute hörst du nicht auf. Ja, und da war es dann vorbei mit mir. Danach ging der Wahnsinn dann so richtig los. Und der Wahnsinn, weil du das sagst, also Radözi, das kennen vielleicht welche, die zieht zu gucken. Wenn nicht, dann würde ich euch empfehlen, schaut mal, was für ein krasses Event das ist und für dich war das ja dann auch ein großes Ziel jetzt, André, was du ja errungen hast. Also wie kam es denn zu diesem Ziel, dass du gerne bei dem Ötzi mit dabei bist? Der Stefan, von dem ich gerade gesprochen habe, der hat diesen Ötztaler vor mehreren Jahren schon mal gemacht und hat mir davon erzählt. Und da hatte ich dann natürlich auch Bock, das auch mal zu machen. Mhm. Beim Ötztaler Radmarathon ist das so, dass das ein Event ist, wo man nicht einfach hinfährt und sagt, ich bin jetzt da. Das ist ein Bewerberprozess von über 20.000 Teilnehmern. Und aus diesen 20.000 Teilnehmern werden 4.500 Teilnehmer ausgewählt. Aufgrund meiner besonderen Geschichte habe ich das Ganze über ein Bewerbungsvideo erstmal versucht, dort reinzukommen. Hatte mich parallel aber dazu nochmal über den offiziellen Weg angemeldet. Das Bewerbervideo wurde leider nicht genommen. Dafür habe ich aber den Startplatz für 2025 schon mal sicher.
Und wie der liebe Gott das so wollte, wurde ich dann aus 20.000 Bewerbern gezogen. Und damit stand fest, jetzt musste. Dann war es soweit. Und ja, bevor wir dann auch dazu kommen, wie wir dann auch zusammen dich noch darauf vorbereitet haben, magst du mal berichten, ja, wie so eine Vorbereitung auf so einen phänomenalen Radmarathon aussieht? Also viele, die jetzt hier zugucken, die kennen so die typische, ich sage jetzt mal, Bodybuilding-Vorbereitung. Und dadurch, dass ich dich begleiten durfte und das alles näher mitbekommen habe, habe ich mir so die Frage gestellt, also wir denken immer oft so im Bodybuilding, oh Gott, es ist hart. Aber dann habe ich mir gedacht so, es gibt immer noch mal ein anderes hart und auch ein anderes Level. Ja, also geh da gerne mal auf die Vorbereitung ein. Die war wild. Ich habe das Glück, dass ich in einer Region wohne, wo es leicht bergan geht. Aber auch wirklich nur leicht, vielleicht mal ein bisschen mehr. Aber dieses permanente Training und die Ernährung, ich kenne es ja nun aus der Kraftsport-Bodybuilding-Geschichte, was man ja vorher so ein bisschen gemacht hat, kenne ich es ja auch, ist diese Ausdauersport-Geschichte ein ganz anderes Level. Ich hatte ja dann das Glück, mit dir zusammenarbeiten zu dürfen. Und du mir dann mehr oder weniger den Wink gegeben hast, hallo, ohne Kohlenhydrate kommen wir hier nicht weit. Du musst mehr Kohlenhydrate essen. Wo ich mich auch zum Anfang sehr, sehr schwer getan habe. Weil im Kraftsport ist es so, du isst morgens Kohlenhydrate, dann isst du mittags Kohlenhydrate, dann gehst du zum Sport, dann isst du nochmal Kohlenhydrate und dann ist Low Carb angesagt. Hier ist ja wirklich umgedreht, hier ist ja High Carb angesagt, weil ohne volle Energiespeicher, also ohne Benzin im Tank, auch keine Ausfahrt mehr. Und ehe ich das so begriffen habe, hat das gut 3 Monate gedauert. Ja, Radfahren konnte man unterscheiden zwischen Niedrigintensitätsfahrten und Intervallfahrten. Niedrigintensität 2, 3, 4, 5 oder 6 Stunden am Stück. Auch hier mit Kohlenhydratverpflegung, keine Frage. Und hochintensive Einheiten, 1,5 bis 2 Stunden in einem Herzfrequenzbereich von über 90% der maximalen Herzfrequenz. Mhm. Heißt also immer Puls auf Anschlag. Mhm. Laktat rein, Laktat raus. Laktat rein, Laktat raus. bis man nicht mehr kann. Das ist so krass. Wir wollen auch gleich dann auf jeden Fall noch zu diesem ganzen Race Day mal kommen, dass du da auch näher drauf eingehst. Vielleicht davor noch so, wann und wie hast du dann auch eine Entscheidung getroffen, André, einen Coach mit hinzuzunehmen? Ja, nicht nur einen, also aber wirklich auch mich als Coach noch mit dazu zu nehmen, gerade in Bezug auf die Ernährung und diese Themen. Die Vorbereitung an sich habe ich begonnen für mich nach dem Familienurlaub. Letztes Jahr im Oktober mit sagenhaften 97 Kilo. Da habe ich für mich gesagt, mit dem Gewicht kommst du zwar weder einen Berg hoch, aber dafür schnell runter. Und da habe ich gesagt, das muss ja mal wieder runter. Dann hatte ich ja in Eigenregie schon die ersten 6, 7, 8 Kilo runter und dann bin ich ja, das war ja ein Gewinnspiel damals. Was du veröffentlicht hast, sag mir mal dein Ziel für dieses Jahr. Und dann, naja, so sind wir dann ins Gespräch gekommen. Dann kam es ja zu dem Zoom-Call. Dann hast du mir erzählt, dass du mit vielen Athleten zusammenarbeitest, die auch in dieser Ausdauersportbranche sind. Und da habe ich gesagt, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Und da habe ich für mich gesagt, dann gebe ich jetzt die Ernährung erstmal ab, weil das ist ein Thema für mich gewesen. Ich konnte Ausdauersport habe ich in der Form noch nie gemacht, also nicht so exzessiv und so extrem. Und da habe ich gesagt, die Verantwortung gebe ich gerne dir, um da erstmal für mich auch zu lernen, worauf es jetzt ankommt. Mhm. Und das war ja dann nachher der gravierende Knackpunkt, dass man sein Körpergewicht oder seine Körperzusammensetzung in Form von Muskulatur und Körperfett so weit verändern konnte
und auch das Gewicht reduzieren konnte und trotzdem diese Leistungsbereitschaft aufrechterhält. Mhm. Der Vorteil war ja, dass ich mich durch das Coaching auch viel intensiver wieder mit der Ernährungswissenschaft beschäftigt habe. Man kommt ja dann vom Hundertste ins Tausendste, man kommt von einem Podcast in den nächsten, von dem Podcast kommt man wieder auf ein YouTube-Video und dann landet man wieder auf irgendeiner anderen Social-Media-Plattform und man ist ja dann völlig drin in diesem Rennrad-Wahnsinn, nenne ich es mal. Und dann kommen die Feinheiten. Was kann ich noch machen, um meinen Fettstoffwechsel anzutreiben? Was kann ich noch machen, um meine Ausdauerfähigkeit zu verbessern? Was kann ich machen, um meine Kletterfähigkeiten am Berg zu verbessern? Also die Trainingsformen, die waren ja dann immer, ich nenne es jetzt mal bekloppter. Und dann fährt man viermal denselben Berg hoch und runter, um zu gucken, ob man das überhaupt kann. Und das Krasse ist wirklich, man hat tagsüber teilweise zwischen 3.000 bis 5.000 Kalorien oben reingeschaufelt und stand nächsten Tag auf der Waage so ein Kilo weniger. Ich muss auch an der Stelle sagen, André, ich habe so viel dadurch gelernt, weil ich habe ja noch nie jemanden auf so einen krassen Marathon vorbereitet. Ne? Also Triathlon, ja, auch was Krasses, keine Frage. Aber gerade jetzt in Bezug auf dieses Radthema, dieses Spezifische und da wirklich, ja, für mich auch, ich hatte Respekt davor tatsächlich und gleichzeitig habe ich mich ultra gefreut auf diese Aufgabe, da ein Teil davon zu sein. Und ich habe das richtig gemerkt, weil ich das so stark fand, wie schnell eigentlich sich das bei dir, aber auch bei mir, wie tief das auf einmal in die Materie gegangen ist, weil du sagst, Ernährungslehre dann irgendwann, gell, vom Hundertstel ins Tausendstel. Und Wahnsinn, aber auch nicht nur, wie schnell das mit der Ernährung, sondern auch deine Leistungskurven. Und ich selber war überrascht, weil... Leute, ihr seht jetzt den André gerade in einem Hemd da sitzen, aber der André bringt wirklich, wenn man so Bodybuilder kennt, im Endeffekt eine richtige Bodybuilding-Statur mit. Also hat sehr viel Muskulatur. Und ich habe mir da immer die Frage gestellt, okay, müssen wir nicht irgendwann auch wirklich Muskulatur abwerfen, um einfach diese Leichtigkeit mehr auf dem Rad mitzubringen, um die Leistung wieder bergauf und weiter auf die Dauer gesehen natürlich bei den Ausfahrten zu liefern, ne? Und das war halt nicht so, ne? Sondern wir haben ja wirklich bis zum Ende, klar hast du abgenommen, ne? Du kannst gern gleich mal sagen, wie viel es dann war im Endeffekt. Ja, muss ich mal gucken. Aber das war im Endeffekt wirklich, es war Körperfett und Muskulatur hast du für mich, klar, wir haben es jetzt nicht schwarz auf weiß gemessen, aber sehr, sehr, sehr wenig abgeworfen. Ne? Ich gucke gleich mal nach in der Progresskurve. Also... Oberkörpertraining, weil du gerade sagst Triathlon, das ist ja eine Sportart, die ist ja nicht von dieser Welt. Das kann man mit Radsport absolut nicht vergleichen. Da kommen drei Ausdauersportarten aufeinander, die so hochkalorisch sind. Da ist ja jeden Tag all you can eat angesagt. Und um überhaupt erstmal dieses Pensum zu schaffen. Morgens, sage ich jetzt mal, laufen die, dann gehen die schwimmen und dann fahren die nochmal Fahrrad. Ja. Ich habe das Ganze versucht mit zwei Sportarten, Kraftsport und Radsport, wo ich für mich auch beschlossen habe, weil ich ja auch noch arbeiten gehe, ich kriege das nicht mehr unter einen Hut. Ich muss hier irgendwas cutten. Und meine letzte Trainingseinheit, die war dann im Mai irgendwann. Kraftsporttechnisch. Da war dann irgendwann für mich Ende mit Kraftsport und wirklich nur noch radspezifisch. Das Krasse ist aber, wenn man jetzt, also vielleicht können wir gerade in dem Moment auch mal Bilder einblenden von dir körperlich, weil das ist so spannend. Du hast für mich rein optisch gar nicht viel. Natürlich wurdest du ein bisschen athletischer, ja, jetzt mal rein vom Look. Wenn man jetzt sagt, ein athletischerer Körper, den du mitbringst, ne, von der Erscheinung. Und genau das war es aber ja auch, was du brauchst, das brauchtest dafür. Am Ende des Tages aber stehst du trotzdem noch da und hast eine wahnsinnig durchtrainierte Figur. Und man würde immer noch sagen, wenn du da draußen läufst, ne, also das ist einer, der ist wahnsinnig durchtrainiert und macht sicher irgendwie Bodybuilding. Natürlich liegen da halt viele Jahre zugrunde. Ne? Das ist der Vorteil. Genau. Jetzt aber gerade auch vielleicht, André, was hast du denn für dich, also wenn du sagen kannst, welche Rolle spielt denn die Nutrition, also die Ernährung, in deinem Training und auch natürlich in so einem Wettkampf, den du ja an sich schon oft simuliert hast, nicht ganz die Wettkampfgeschichte, aber schon davor ja viele Ausfahrten hattest, die
auch ziemlich wild waren. Wie gesagt, ohne Benzin im Tank geht nichts. Ja. Die Ernährung muss passen, zu 100%. Ansonsten ist dieses Energielevel über diesen Zeitraum nicht konstant abrufbar. Man muss teilweise periodisieren, die einzelnen Mahlzeiten periodisieren. Das ist, ich habe hier, das ist ja mein Herz, mein Hirn. Ich arbeite hier mit so vielen Apps zusammen, wo ich meine Trainings planen kann, wo ich über mein metabolisches Profil, was dann über eine Leistungsdiagnostik festgestellt wird, um dann wattbasiertes Training auf der Rolle zu absolvieren, kann ich hier mein Training planen bzw. rausfiltern aus einigen Tools, um meinen Substrat, Kohlenhydratverbrauch überhaupt erstmal festzustellen, um dann während der Einheit die Kohlenhydrate reinzukriegen und aber auch nach der Einheit die eigentlich wichtigere Verpflegung für die Recovery-Phase wieder mit auf den Punkt zu bringen. Ja. Und das ist eine Tagesaufgabe. Man muss ja im Endeffekt sagen, auch wenn du jetzt zwar keinen, jetzt nicht irgendwie einen Radsport-Profi-Titel oder so trägst, ich finde, genau da gilt das Gleiche wie im Bodybuilding. Wenn du so eine Leistung bringen willst, die einfach außergewöhnlich ist, dann musst du dich halt sehr professionell verhalten. Ne? Das heißt, im Endeffekt ist es wie ein Profi-Leistungssport, den du betreibst. Und es ist ein an sich All-Time-Job. Auch klar, arbeitest du zwischendurch, da wollen wir auch dann gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie das alles unter einen Hut zu bekommen ist. Aber im Endeffekt ist es wie ein Bodybuilder, der sagt, ich will stetig vorankommen und mich weiterentwickeln. Wenn du das auf so einer Ebene machst, dann ist es einfach so ein, eigentlich wie ein Fulltime-Job nochmal zusätzlich, ne? Das ist ein Fulltime-Job. Voll. Das ist, ja. Das ist nur noch dieser eine Fokuspunkt. Ja. Man muss auf alles verzichten, was drumherum ist. Ja. Also ich bin ganz Mönchleben ist es jetzt nicht gewesen. So ab und an hat man dann doch nochmal so die sozialen Kontakte gepflegt, aber es ist eben sehr, sehr gering geworden. Ja. Man ist ja dann im Zombie-Mode. Man läuft den ganzen Tag mit seiner Tupperdose durch die Gegend. Man sitzt bei Familienessen mit vorgekochten Kartoffeln und seinem abgewogenen Fleisch sitzt man dann beim Weihnachtsfest, was man auch keinem empfehlen kann. Dann lieber mal einen Tag entspannt und den nächsten Tag wieder Vollgas. Aber man ist ja dann da wirklich wie so ein Zombie. Ja. Man sagt, nein, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt, ich muss das jetzt. Ja, und dann zieht man das durch. Und fürs soziale Umfeld oder für den Freundeskreis ist man ja eigentlich nicht mehr greifbar. Mhm. Auf der einen Seite ist das für den sportlichen Erfolg ist das schön, aber für den sozialen, für das soziale Umfeld kann es auch mal ganz schnell passieren, dass man da komplett abdriftet und dann nur noch seinen Sport macht, was dann auch wiederum kontraproduktiv ist, finde ich jetzt so. Absolut. Nach einiger Vorbereitung, meine Mutter war dann schon mal froh, wenn wir im Urlaub waren, dass ich mir dann auch mal die Zeit genommen habe, hier abends mal nicht nur Nudeln zu essen, sondern auch mal ein Stück kleines Eis zu essen. Ein kleines Eis sind bei mir meistens 15 Kugeln am Tag. Das hört dann auch aus. Haben wir gleich wieder ein bisschen Carb-Loading gemacht. Ja, gewaltig. Was man dann aber auch wieder kompensiert mit Radfahren, weil ich fahre ja im Urlaub mit dem Fahrrad. Aber das braucht man auch für die Seele. Ohne dem geht es dann nicht. Und bei einem Jahr Vorbereitung darf man sich dann schon mal so 1, 2, 3, 4 Tage gönnen, wo man wirklich sagt, ich mache morgen weiter. Ja. Ja. Nur um die Seele erstmal wieder ein bisschen aufzupolieren. Voll, voll. Wenn du so auf das Coaching nochmal blickst, André, was würdest du sagen, waren so die wichtigsten Learnings für dich, die du da draus mitgenommen hast? Disziplin, Zielstrebigkeit,
viel Selbststudium in Form von Ernährungswissenschaften, Lesen, obwohl ich ziemlich lesefaul bin. Ich mache meistens Podcasts, das ist einfacher zu konsumieren. Ja, und mein Countdown ist jetzt schon wieder gestellt, 356 Tage bis zum nächsten, 55 Tage bis zum nächsten Event. Man visualisieren, fokussieren und einfach machen. So geil, weil das sind im Endeffekt sind das Eigenschaften, die du ja sicherlich auch in anderen Säulen in deinem Leben, ja, die dich da auch weiterbringen, weil jetzt gerade hatte ich es vorhin schon gesagt, das Thema Beruf. Also wie hast du das geschafft, dieses Pensum auch neben deinem Beruf so umzusetzen? Früh ins Bett gehen und früh aufstehen. Aber wir wissen, Regeneration ist ja auch wichtig. Ja. Bei mir ist abends um 20 Uhr sagt mein Telefon schon, es wird Zeit zum Schlafen gehen. Dann habe ich noch so eine halbe, dreiviertel Stunde, wo es dann noch mal einen Magerquark gibt und dann gehe ich ins Land der Träume. Dann klingelt mein Wecker morgens zwischen 5 und 5:30. Meistens sagt aber die innere Uhr schon um 4:30, du darfst jetzt aufstehen. Dann gibt es eine Tasse Kaffee. Dann gibt es ein Marmeladenbrötchen, Brot. Und dann geht's auf die Rolle. Und dann, oder halt an die frische Luft. Das heißt, also meine Trainingseinheiten mache ich eigentlich schon vor meinem Job. Das heißt, bevor ich überhaupt anfange zu arbeiten, habe ich meine sportlichen Sachen schon alle erledigt. Anfangen tue ich morgens zwischen 7 und 8 Uhr mit Arbeiten. Ja, im Außendienst oder im Homeoffice oder halt als Schulungsleiter. Wo man dann natürlich auch wieder mit seinem Telefon alles checken muss. Wann ist das Training? Wann habe ich den Tag frei? Wann kann ich auswärts schlafen? Wann muss ich meinen ganzen Hausrat zusammenpacken? Alles in den Kofferraum tun, Fahrrad, Rolle, Essen, Tupperdosen. Dann muss ich das mitschleppen ins Hotel oder zu uns in eine Firma, in eine Ferienwohnung oben. Dann baut man das da alles auf, dass man da bloß nicht irgendwie aus diesem Turnus rauskommt. Ja. Jeder weiß, wenn in einer Firma die Abwäsche mit Tupperdosen belagert ist, ist der Wahnsinnige wieder da. Der Sportverrückte ist wieder hier. Die wissen dann sofort, alles klar. Heute sind wieder Schulungen, Herr Schmidt ist wieder 2 Wochen hier, Tupperdosen stehen wieder lang weg in der Abwäsche. Aber das ist alles Planung. Ja. Organisieren, planen, Struktur, umsetzen. Ne? Absolut, ja, sehr, sehr geil. Aber auch vielleicht ein guter Tipp für einige, die gerade zuhören, ist alles wieder möglich und eben auch direkt dann halt frühs alles erledigen, ja, so sprich für den Sport jetzt quasi, also die Aktivitäten und dann den Arbeitstag beginnen. Und es geht, wenn man halt diszipliniert abends früh ins Bett geht, ne? Oder nur rechtzeitig. Nur so. Vorbereiten natürlich, die Mahlzeiten, alles logisch. Wie war denn das für dich, André, wenn es jetzt mal richtig hart war, in so Momenten, auch in der Vorbereitung, wo es mal richtig hart war? Wie bist du damit umgegangen? Und was sind auch deine Tipps für die Leute, weißt du, die auch mal sowas durchziehen und sagen, und die es halt nicht geschafft haben bisher, weil da die Schwäche zu sehr sie abgehalten hat. Einfach machen. Das Problem ist ja, wenn ich den Tag heute skippe, ist ja morgen schon wieder der nächste Tag. Und dann steht ja die nächste Einheit an. Und dadurch, dass der Trainingsplan ja aufeinander aufbaut, muss man halt die Einheiten dann auch dementsprechend so absolvieren, dass es im Endeffekt irgendwo einen Sinn ergibt. Ich kann nicht 2 intensive Einheiten auf 2 aufeinanderfolgende Tage machen, weil dafür hat der Körper dann zu wenig Regenerationsphasen. Also du musst einfach machen. Ja, und meistens liegt es ja nur daran, dass man vielleicht abends zu spät ins Bett gegangen ist und morgens nicht richtig hochkommt und sagt, oh, boah, jetzt aufs Fahrrad. Ich habe gar keinen Bock. Ja, aber du musst ja. Ja, du möchtest das ja, du machst das ja für dich. Ja, und also steigt man dann morgens noch halb zerknautscht irgendwann auf sein Fahrrad,
Dann fährt man so die ersten 10, 20 Minuten sich warm, dann kommt so ein Steigerungsintervall, dann merkt man, Mensch, jetzt kommt der Körper so langsam in Wallung. Und dann denkt man nicht mehr drüber nach. Dann macht man dann einfach. Ich finde es aber geil. Also Leute, was ich euch hervorheben möchte, ist einfach dieses einfach machen und auch da nicht so viel drüber nachdenken. Denn ich glaube, das ist in Momenten, ihr kennt selber diese Momente alle, einfach das Beste, nicht drüber nachdenken, einfach machen. Und wenn man in der Aktion ist, dann geht's auch. Ne? Dann läuft's. Voll. Wenn wir auf den Race Day blicken, André, der ist ja noch gar nicht lang her. Also der Radmarathon liegt ja wirklich wenige Tage hinter uns. Das finde ich so schön, dass wir heute da sitzen und es noch so präsent ist auch für dich. Geh da gerne mal drauf ein, wie sah dieser Tag aus, wie ist es abgelaufen? Aber auch, wie ging es dir vorher? Hattest du Hosen voll oder war irgendwie, wie war die Anspannung? Hattest du Zweifel, hattest du Vorfreude? Wie waren so deine Emotionen? Ich hatte eine Woche vorher, wenn wir so anfangen, die letzten ruhigeren Einheiten absolviert. Habe dann gemerkt, dass meine Knie zwicken. Da ich so, das ist jetzt nicht wahr. Du hast ein Jahr lang Vorbereitung. Du warst nicht einmal krank. Du hast kein Zieperchen, kein Zipperchen gehabt. Und jetzt auf einmal kommt hier irgendwas. Ich so, das gibt's nicht. Aber ich hatte ein Zugticket, ich hatte da unten die Unterkunft. Meine Eltern haben ihren Jahresurlaub da unten geplant. Also ich habe gesagt, du musst da hin. Also du startest definitiv, egal ob jetzt was jetzt hier ist. Dann steigt man morgens schon völlig aufgeregt in den Zug ein, tingelt dann mit seinem Fahrrad Richtung München. Von München muss man dann umsteigen in den Zug nach Innsbruck. Bei der Deutschen Bahn ist es so, man darf sein Fahrrad mitnehmen in der Bahn, ohne Reservierung. In der österreichischen Bahn muss man es reservieren. Also hat der liebe Mann vom Fahrdienst gesagt, ihr Fahrrad darf hier heute nicht mit. Erste Hürde. Nummer eins, ich sage, guter Mann, ich muss heute mit diesem Fahrrad da nach Innsbruck. Aber nicht in diesem Zug. Ich sage, guter Mann, ich muss mit diesem Fahrrad dahin. Er hat sich dann zum Glück überreden lassen. Mit 22 Euro Gebühr, die ich dann durchlegen durfte. Durfte mein Fahrrad mitnehmen und wurde dann von meinen Eltern in Innsbruck abgeholt. Ferienwohnung dann, wie gesagt, bezogen. Das erste Mal dann in Sölden so durch die Straßen gefahren. Haufen Radfahrer, Haufen, ja, die Zieleinfahrt war da. Dann dieses ganze Drumherum, die ersten Messestände hat man entstehen sehen. Da kam dann so langsam die erste Aufregung. Abends dann Essen gekocht, morgens pünktlich hoch, die erste Radeinheit in Sölden Richtung, also von Lengfeld, ich habe da 15 Kilometer weg gewohnt, bin dann von dort aus morgens Richtung Sölden gefahren, um zu gucken. Knie gezwickt, noch in der Apotheke gefahren, Ibuprofen geholt, Salbe und das Ganze, was so dazugehört, um das irgendwie abzulindern, mehr oder weniger. Aber auch rückwirkend betrachtet war es dann immer so noch im Hinterkopf, was ist jetzt mit den beiden Knien los. Es hat sich ja erst das rechte gemeldet, dann das linke, nächsten Morgen wieder das rechte. Das war ja wie Däumchen wechselig. Und hatte dann dort noch ein paar schöne Tage mit meinen Eltern in der Höhe. Wir sind da auf 1, 2, 3.000er Berge mit der Gondel hochgefahren. Man hat dann noch den Abstand zu dem Event gehabt, um dann wirklich sich auch mehr oder weniger mental mal auszuruhen. Und die richtige Aufregung kam an dem Tag, wo ich das erste Mal den Hubschrauber über dieses Startfeld flogen sah. Das ist ja scheiße. Was wird denn das hier morgen? Abends noch Pasta-Party in der Sölden-Arena mit vielen, vielen anderen Athleten halt noch. Wo man dann auch nochmal so ein paar Infos bekommen hat, wie muss ich mich jetzt verhalten und. Pasta-Party heißt es wirklich, ihr habt da richtig gemeinsam Pasta geschmaust? Drei verschiedene riesengroße Töpfe mit Nudeln in allen verschiedenen Variationen, mit Kuchen, mit Salatbar, all you can eat Pasta.
zwei große Teller haben es reingeschafft, dann war ich satt. Weil man ja tagsüber, also zwei Tage vorher, beginnt man ja schon, auch wie ihr das immer macht, das Carboloading mit eben schnell verdaulichen Kohlenhydraten und so viel wie geht, dass die Speicher halt voll werden. Bei mir war Kaiserschmarrn und Nudeln angesagt. Und dann halt abends Pasta-Party im geselligen Athletenkreis. Die wurde aufgeladen und dann am nächsten Tag, wie war das für dich? Also wie ist dieser Race abgelaufen? Und auch, André, so, was waren Momente, wo es wirklich schwer war und was hat dich da weitermachen lassen? Dieser Biss, weißt du, den an so einem Showday? Begonnen hat das morgens mit einer Tasse Kaffee und Toastbrot, wo ich das erste Mal gemerkt habe, jetzt ist Tag X, jetzt musst du halt reagieren. Also du musst, also jetzt musst du abliefern, nicht reagieren, du musst jetzt abliefern. Sachen schon alles am Vorabend gepackt, dass man bloß nichts vergisst. Und trotzdem hat man das Gefühl, dass man was vergessen hat. Morgens schon Nachricht von der Mutti gekriegt, wir sind jetzt auch wach. Ich sage, super, ich komme gleich hochgefahren, 3.30 Uhr aufgestanden. Die Nacht war die Hölle. Ich glaube, ich hatte 4 Stunden Schlaf, 5 Stunden Schlaf. Bodybatterie auf unter 30%. Also Höchstleistungsmodus sozusagen. Dann ging es nach Sölden mit dem Auto, Fahrrad im Kofferraum. Dann erstmal ganz in Ruhe sortiert, weil Start war 6.30 Uhr, 5 Uhr war ich da. Mhm. Erstmal Sachen sortiert, Riegel, dies, das, jenes, also alles, was ich so brauchte. Nochmal eine Jacke drüber gezogen, weil es morgens halt auch noch recht frisch war, dass ich dann wirklich nicht auskühle. Ja, das, was man morgens zu Hause nicht geschafft hat, musste man dann da vor Ort noch erledigen vor Aufregung. Dann musste man sich dadurch zig Fahrräder, Leute schlängeln, überhaupt irgendwo hinzukommen. Die Startlinie war, zu dem Zeitpunkt waren es 1 Kilometer bis 1,5 Kilometer Starterfeld. Und dann steht man da so und sagt sich, boah, was geht hier ab? Dann hatte die Mutti noch das Knie ein bisschen behandelt, noch 1-2 Massagen gegeben und dann kam der erlösende Spruch, Junge, das ist nur muskulär. Das ist nichts knöchern, das ist nur muskulär. Und ich sage, dann läuft das doch hier heute. Entweder gibt es einen Krampf und das macht zu, oder es geht einfach. Ja, und es ging gerne noch. Ich sage, wir hätten das vielleicht mal 2 Tage vorher machen müssen, dann wäre es gleich aus dem Kopf raus gewesen. So war es dann halt an dem Tag für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, dann kann mit dem Knie nichts passieren. Das hat man ja immer irgendwie im Hinterkopf. Und dann hat man natürlich auch so diese Angst. Du fährst in einem Feld von 4.000 Leuten, Hinterrad an Hinterrad, bergab, 40, 50, 60 km/h. Du siehst nicht, was vorher passiert. Du siehst kein Schlagloch, du siehst kein Gullideckel, du siehst keine Bahnschiene oder ähnliches. Du musst dich einfach darauf konzentrieren, da keinen Fehler zu machen. Das heißt, die ersten 45 Minuten ging es ja nur bergab. In dem Tempo 40, 50, 60 km/h und nur Full Fokus, dass ich überhaupt erstmal unten heilang komme. Mhm. Bis man dann da unten ankommt und dann sieht man 18 Kilometer berghoch. Und dann kommt ja wieder der nächste Punkt. Ich bin ja noch nie 18 Kilometer berghoch gefahren. Und schon gar nicht in der Höhe. Schafft man das? Schafft der Körper das? Was passiert aufgrund der Höhe im Körper? Ich habe ja keine Höhenakklimatisierung gehabt. Und in den einigen Podcasts ist es halt so, dass die Leute immer gesagt haben, Mensch, wenn man in der Höhe Fahrrad fährt, braucht der Körper oder hat der Körper, reagiert der Körper ganz anders. Herzschlag, Ruheherzfrequenz war in Sölden gleich erstmal 10, 15 Schläge höher wie bei mir zu Hause. Unter Belastung, Pulsbereich war sofort bei Belastung auf 130, 140. Mhm. In der hohen Belastung teilweise bei 160, 170 Schlägen pro Minute. Was ja dann auch wiederum einem
Kopfzerbrechen bringt, wie lange halte ich das durch? Wie lange bleibt der Tank voll? Ohne dass mir der Sprit ausgeht, sage ich mal. Und das sind dann so diese ganzen Gedanken, die man eigentlich hat. Ich darf jetzt nicht zu schnell werden, also berghoch schnell fahren geht ja eigentlich nicht unbedingt gut. Aber ich darf jetzt nicht zu sehr über diese Herzfrequenz hinausschießen, weil sonst kommt vielleicht wieder der Mann mit dem Hammer. Also müsste man sich so einpegeln, dass man einen relativ guten Tritt hat, mit einer halbwegs normalen Herzfrequenz. Aber immer noch im Hinterkopf behalten muss, ich muss auch noch oben die Kohlenhydrate reinfüllen, in Form von Flüssigkohlenhydraten oder Gels oder ähnlichem. Ja, ja. Ja, und das sind dann, wie habe ich es in dem einen, in der einen Story gesagt, das ist dann morgens, wenn man dann da so alle den Berg hochkurbeln sieht, ist das wie so ein, ja, wie so eine Meditationsgruppe. Alle machen dasselbe. 18 Kilometer Schnur, geradeaus, berghoch, Kurve, Kehre für Kehre und dann nochmal im Hinterkopf die Gedanken, geht das, klappt das, kommt man da oben an? Und es ist ja nicht nur die Ankunft auf dem Berg, du musst das ja auch in einem gewissen Zeitfenster schaffen. Also das ist ja, das muss man sich so vorstellen, dieses Event geht halt über zwei Ländergrenzen, Österreich und Italien, durch viele verschiedene Ortschaften, über vier Alpenpässe. Und da müssen Straßensperren errichtet werden, die müssen abgesperrt werden, dann müssen sie irgendwann wieder eröffnet werden. Die Landesgrenze Italien-Österreich war teilweise 7 Stunden gesperrt in eine Richtung. Mhm. Und dadurch haben die natürlich feste Zeitfenster, auch über die Jahre. Jetzt rausgefunden, was das Beste ist. Und das erste Zeitfenster war 9.30 Uhr auf dem ersten Pass und das zweite war 12.15 Uhr auf dem zweiten Pass. Und das hat man ja dann auch im Hinterkopf. Mhm. Dann schafft man das erste Zeitfenster und freut sich, cool, das ist hinter mir. Dann geht das los mit Sachen wieder anziehen. Armlinge, Beinlinge, Handschuhe, Flaschen auffüllen, Riegel essen, Rucksack mit Trinken auffüllen, dann den Berg runterfahren, 20 Kilometer ins Tal, zwischendrin versuchen nicht zu stürzen, bin ich auch zum Glück nicht, auch wieder hochkonzentriert, also runterfahren, wenn viele sagen, naja, berghoch ist anstrengend, aber runter kannst du dich ausruhen. Die Beine können sich ausruhen, aber der Kopf nicht. Ich wollte gerade fragen, wie schaffst du das, auf so eine lange Zeit den Fokus zu halten? Also geht es? Oder geht dir auch mal, also ist Konzentration, sag mal, Schwäche da? Nee, gar nicht. Voll Adrenalin. Voll Adrenalin. Über wie viele Stunden erstreckt sich das? Bei mir waren es ja 7 Stunden und 50 Minuten. Ja. Voller Fokus. Abfahrt runter 90 km/h, das heißt Adrenalin ist ganz oben. Also da ist wirklich... Das ist so crazy, man muss sich mal vorstellen, André, ich denke mir so, vielleicht schon nach dem heftigen Schicksalsschlag, der bei dir zugrunde liegt, hätte man ja auch sagen können, ja, ich bin jetzt happy, weil jetzt kann ich kann wieder gehen und ich kann wieder geil Rad fahren und ich mache einfach für mich meinen Radsport so, ne? So, und warum hast du dich für sowas Extremes entschieden? Naja, man hat da so ein, ja, wie alle Sportler das so haben, so einen leichten Drall zum Wahnsinn, sage ich jetzt mal. Ja, so eine Lust auf was Extremes, ne? Das ist... Challenge. Das ist eine Challenge. Ja. Und ja, der Unfall ist in solchen Sachen präsent. Natürlich darf ich mich da nicht abledern. Hm. Aber wenn ich da vor Angst hätte, dann ja, ich kann noch zu Hause ausrutschen und mir da was brechen. Ja. Das ist dann vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei so einer Abfahrt, aber dann würde man ja wieder in so einem Gedankenkarussell rumstrudeln, wo man dann auch bloß wieder unzufrieden wird. Also auch da einfach machen. Man muss sich das natürlich zutrauen und es ist ja auch alles, wie gesagt, ja, jahrelange Übung jetzt nicht, aber man guckt schon, dass man da eben vorsichtig vorgeht, aber man merkt halt eben auf so einer Abfahrt,
dass da Sachen in einem vorgehen, wo man sich dann irgendwann selber bremsen muss und sagt, nimm erstmal ein bisschen Gas raus, weil sonst kommt irgendwann der Punkt, wo das Adrenalin so hoch ist, dass es nachher wirklich egal ist, was passiert. Ja. Und das ist dann so diese Schwelle, wo man sagt, bis hierher und dann nicht weiter, damit nicht noch was passiert. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber der Fokus ist eigentlich komplett on. Das ist krass. Die ganze Zeit. Wirklich krass. Wie ist das Rennen denn gelaufen und was hast du danach gemacht? Weil, weißt du, wenn ich mir jetzt vorstelle, so über 7 Stunden diese Leistung zu erbringen, also klar, also wie fühlt man sich da danach? Was macht man da danach? Essen gehen. Weil schon wir im Bodybuilding reden immer so davon, von diesem kurzen Konzentrationsmoment, der ungefähr 30 Sekunden ist auf der Bühne. Ne? Boah, ich darf jetzt sonst, ja. Bei mir war das ja so, dass ich aufgrund eines Zeitlimits nicht bis dahin gekommen bin, wo ich hin wollte, weil ich zu langsam war. Ich habe es am 3. Alpenpass nicht geschafft, das Zeitlimit zu erreichen. Weil ich wahrscheinlich am 2. Alpenpass einfach nicht das gegeben habe, was drin gewesen wäre. Oder ich war wirklich noch zu schwach. Oder zweite Theorie ist, ich war noch zu schwer, körpergewichtstechnisch. Und wenn du dann vom Besenwagen, so nennt sich das Fahrzeug, der Bösewicht, der dich dann da einfängt, wenn der dann neben dir anhält und sagt, 45 Minuten, sag ja, wir sehen uns oben am Berg. Und du guckst auf deine Uhr und die 45 Minuten sind um und der Berg ist noch nicht zu Ende. Dann sagst du dir, gut, das ist nun mal so. Ja. Dann guckst du aber zeitgleich auf dein Tacho und siehst, es sind 145, 150 Kilometer mit über 2.800, 3.000 Höhenmeter. Also im Endeffekt waren es nachher 3.380 Höhenmeter. Bei 150 Kilometern mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 20 km/h. Und an dem Tag wäre eventuell an irgendeinem Pass vielleicht ein bisschen mehr gegangen, also an dem zweiten, am Brenner, der ist nicht ganz so steil. Aber dann hätte es mir vielleicht trotzdem da gefehlt, weil ich war einfach zu langsam. Und wenn dir das auf dem Weg nach da oben schon bewusst wird, dann ist es auch nicht mehr so schlimm. Ja. Ja. Fand ich zumindest, ja. Als es dann 14.30 Uhr war, habe ich dann meine Eltern angerufen. Ich sage, eine Siegerehrung wird es heute nicht gehen. Ich sage, ich fahre den Berg hier noch zu Ende, damit ich zumindest 3 Alpenpässe habe. Um da so, ja, ich sage jetzt mal, meinen Frieden zu finden, hört sich jetzt doof an. Aber um für mich zu wissen, ich schaffe es, diesen Berg einfach zu erklimmen. Mhm. Das Aufbauende daran war ja wirklich, dass ich trotz, es hat alles wehtan, die Oberschenkel haben gebrannt, die Lunge hat gebrannt, Knie haben wehtan, Handgelenke tun weh, da tut ja dann an dem Tag alles weh. Aber ich habe trotzdem nicht geschoben. Also ich bin stetig, Tritt für Tritt, Umdrehung für Umdrehung, aus eigener Kraft da hochgefahren. Und wenn du dann Leute überholst, die so eine Wade haben, die schieben. Und ich gucke dann so an mir runter und sage, du fährst ja trotzdem noch. Hm. War das für mich eigentlich, da war ich stolz, dass es geht. Und es geht auch, also es wäre auch noch weitergegangen, ich weiß bloß nicht wie lange. Hm. Das ist, also ich hätte die Möglichkeit gehabt, inoffiziell jetzt weiterzufahren. Aber dann hat man halt das Problem, du stehst dann in Italien und kannst vielleicht nicht mehr, dann musst du dir ein Taxi besorgen, um dann übers Timmelsjoch zurückzukommen. So musste ich halt in einen Besenwagen, Fahrrad, in so einen Transporter und dann in einen völlig überfüllten Reisebus mit, weiß nicht, wie viele Leute passen da rein, 40, 50, 40 Radfahrer und Radfahrerinnen, die 8 Stunden in einer brütenden Hitze Fahrrad gefahren sind. Mehr brauche ich, glaube ich, nicht sagen. Ja. Sitzt man dann da wirklich 2,5, 3 Stunden
und fährt eigentlich wieder an den Ausgangspunkt über die, also die Strecke zurück, die wir ja mit dem Fahrrad hingefahren sind. Ja. Und da hat man so viel Zeit, drüber nachzudenken, woran könnte es jetzt gelegen haben, was war jetzt der ausschlaggebende Punkt. Und das ist ja auch das Schöne bei diesem Sport. Wenn du zu langsam bist, bist du zu langsam. Ja. Und du kannst die Schuld bei keinem anderen suchen. Du kannst jetzt nicht sagen, der Besenwagen war zu schnell. Nein, du warst einfach zu langsam. Mhm. Und das wurde mir auf dem Weg nach oben schon bewusst, dass es eben nicht reicht. Und auf dem Weg zurück wurde mir das eben auch bewusst. Und da, so schlimm es auch ist, natürlich genießt man das, aber natürlich überlegt man dann schon, was kann ich denn nächstes Jahr besser machen. Ich wollte gerade sagen, wie geht's für dich weiter? Was hast du danach für einen Entschluss gefasst? Der Entschluss war, ich mache jetzt erstmal ganz ruhig. Hat gehalten bis heute früh. Oder bis Samstag. Samstag habe ich mir die ersten Trainingspläne wieder auf mein Programm gezogen. Familie, Freunde, Bekannte besucht, ein bisschen genossen, geschillt, geschlemmt, Pizza, Pasta, Eis. Und heute früh dann wieder pünktlich 5 Uhr aufstehen, Frühstück, Kaffee, eine Stunde Intervalle fahren. Mhm. Ganz moderat. Trainingspensum war ja vorher 13, 14 Stunden pro Woche. Jetzt ist es 6 Stunden pro Woche, wirklich nur das Leistungslevel halten. Weil sonst fällst du ja wieder zu weit ab, wenn du nichts machst. Dann gucken die nächsten 4 Wochen dieses Pensum zu halten. Mhm. Dann ist der Plan, Anfang Mitte Oktober zur Leistungsdiagnostik zu gehen. Hier werden dann Laktat gemessen, Sauerstoff in der Muskulatur gemessen, Substratverbrauch in Form, wann, bei welcher Wattzahl verbrauche ich wie viel Kohlenhydrate, wo ist mein perfektes Pacing für die Fettverbrennung, Fettoxidation, Fettstoffwechseltraining und alles. Wenn das passiert ist, werden dann die Pläne, den Plan, den ich jetzt habe, erstmal weiterverfolgt, eventuell nach oben hin nochmal korrigiert. Bis Anfang Dezember müsste das sein. Dann würde ich den Plan nochmal machen. Mhm. Nur mit verbesserten Leistungswerten, also den Werten, die dann bei der Leistungsdiagnostik festgestellt werden, um dann auch meine Grundlagenausdauer von, ich sage jetzt mal, Status quo jetzt hier nach hier zu manövrieren und auszubauen. Dann ist es so, dass ich ein halbes Jahr später, wäre dann ja März, die nächste Leistungsdiagnostik mache, um dann den Ist-Zustand der Verbesserung festzustellen, um dann wieder spezifisch auf das Ötzi-Training einzugehen. Sehr, sehr geil. Jetzt wollte ich dich fragen, André, was hat jetzt diese ganze Reise für dich, ich nenne es jetzt mal eine Reise, ne? Und die Vorbereitung auf so einen Marathon, was hat es für dich persönlich als Bedeutung? Das ist eine Erfahrung gewesen, die war krass. Man darf ja, also zumindest bei mir, immer nicht vergessen, meine Berufsausbildung, die konnte ich ja nicht zu Ende machen. Und das ist ja, so eine Vorbereitung ist ja auch bloß wie eine Ausbildung. Du bereitest dich, ich sage jetzt mal, 10 Jahre, wenn es gut läuft, darauf vor, dass du eine Ausbildung machen kannst in der Schule. 10 Jahre Full Fokus auf Schule. Dann machst du 3 Jahre eine Ausbildung oder 4, je nachdem, was man macht. Auch wieder Full Fokus auf das Endergebnis. Mhm. In meinem Fall war ja dann irgendwann, das war ja dritte Lehrjahr damals und ich hätte 3,5 Lehrjahre machen müssen, dann kam der harte Cut, das heißt, du hast ja nichts. Du hast ja eine Sache gemacht, wo du ja am Ende nicht für belohnt wurdest, das heißt, ich hatte ja nichts. Und aufgrund dieses ganzen Auf und Abs in meinem Leben, man hatte zwar schon Ziele, aber die hat man dann auch irgendwann wieder verworfen. Weil man sich wieder anderweitig orientiert hat, weil man wieder irgendeinen
Flusen im Kopf hatte, auch vielleicht mache ich das mal. Also dieses Konstante, die kam jetzt erst durch dieses Event. So geil, konsequent. Dass ich wirklich sage, das Ding, das musst du machen. Mhm. Ist deins einfach, ist deins, ja. Und da bleibst du dran. Was war für dich der schlimmste und auf der anderen Seite auch noch, was war der schönste Moment? Der schönste Moment. Fangen wir mit dem schlimmsten an. Der schlimmste Moment, Entwicklungsbereich-Training. 6 Minuten Intervalle bei weiß ich nicht wie viel Watt. Boah. Wo der nach 3 Minuten das Laktat in die Beine schießt, mhm, die Muskeln zumachen. Das Tränen ohne Ende, oder? Wenn man es jetzt aufs Bodybuilding, Kraftsport ummünzen, Beinstrecken ganz langsam, im Dennis James-Style, halten, loslassen, halten, loslassen, 20 Stück und dann nochmal 20 Reduktionssätze und es brennt und es brennt und es brennt. Und es hört einfach nicht auf. Und oh ja. Da ist es wirklich, also das sind wirklich die schlimmsten Einheiten, die ich gemacht habe, wo wirklich dieser Schmerz in den Oberschenkeln so extrem wird, dass du sagst, ey, jetzt reicht's. Da sagt aber nur der eine, es reicht, und der andere sagt dann, es geht aber weiter, du kannst ja noch treten. Und dann sagst du dir, na gut, wenn ich jetzt noch treten kann, dann kann ich ja noch weitermachen. Ich muss bloß gucken, dass ich den Schmerz ausblende. Das ist ein komischer Sport, das ist, weiß ich. Aber das geht dann irgendwie. Und dann kommt man über diesen Punkt hinweg und dann ist man nach 1,5-2 Stunden fertig und sagt sich, geil, ich habe nicht aufgehört. Es ging noch. Und das hilft dir ja dann auch wieder am Berg. Und das war auch immer dieser Antrieb. Wenn es dann wehtan hat, habe ich mir immer gesagt, ich sag, wenn ich da im Ötztal bin und den Berg hochfahre, ich sag, da kann ich ja nicht einfach anhalten, nur weil es weh tut. Dann bleibe ich ja auch bloß wieder da stehen. Also ich muss ja dann weitermachen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar dieser schlimmste Moment, weil es halt mit dem viel Schmerz, weil es mit viel Schmerz zu tun hat, wo du aushalten musst und dich drüber beißen musst, dass es mit einem der schönsten Momente sogar relativ nah beieinander liegt, oder? Du bist nach so einer Einheit stolz, dass du die absolviert hast und dass du es überhaupt angefangen hast. Ja. Weil du weißt ja, was auf dich zukommt. Ja. Also das baut ja auf. Du hast ja in den vorherigen Einheiten auch schon so eine Erfahrung gemacht, wo es dann weh tat. Und du weißt ja nächsten Tag, ey, du machst das jetzt wieder. Und das wird wieder wehtun und dann musst du das wieder ausblenden und dann bist du wieder froh. Also das ist wie so ein Auf und Ab. Ja, also das macht süchtig. Kann schon nachvollziehen, ja, krass. Was war das Schönste, was war das Allerschönste, was für dich dein Highlight ist? Vom Ötztaler. Dass meine Eltern Reise, dabei waren. Ja. Dass meine Eltern dabei waren. Das ist auch krass, wenn man sich überlegt, wenn man hört, was bei dir alles im Leben passiert ist und quasi deine Eltern dich da gesehen haben, was du da geschafft hast, ne? Das ist schon krass. Das ist ja auch die ganze Familie. Also wir haben ja WhatsApp-Gruppen, wo man sich dann am Renntag halt auch austauscht. Ich bin heil unten angekommen. Ich bin jetzt oben, ich bin jetzt wieder unten. Der ganze Freundeskreis, Bekanntenkreis, also ich habe ja Social Media, alles geteilt, was ging. Ja. Mein Vaterskumpels, mein Onkel. So geil, ja. Die haben mir alle zugeguckt. So schön, dass ein Supportsystem so da ist. Ich glaube, das ist einfach von großer Bedeutung. Aber nochmal in Momenten, wenn es irgendwie schwerfällt, dass man darüber nachdenkt, ne? So hey, das sind Leute, so sind da jetzt auch so, die supporten einen, auch wenn sie vielleicht gerade physisch nicht da sind. Ne? Aber ich muss auch sagen, wirklich, ich habe dich ja lange Zeit begleitet dabei und das war schon ein krasses Mitfiebern. Natürlich auch beim Event selber, ja, definitiv.
Da war ich auch ganz schön mit angespannt tatsächlich. Wenn du halt so mitbekommst, was da alles im Vorfeld dazugehört, ne? Ist ja wie bei jedem Leistungssport ist das der Fall. Ich möchte da gar nicht sagen, es ist nur Radsport oder Bodybuilding, bei allen anderen Leistungssportarten auch so. Ne? Wenn du das so miterlebst, was da jemand investiert dafür in jeder Hinsicht, das ist unfassbar. Und da vielleicht auch, André, wenn jetzt Leute zuhören, zugucken, die auch sagen, boah, krass, inspiriert mich total, wo kann man mehr von dir sehen, hören, erfahren? Mach mal so ein bisschen Werbung. Einmal auf Instagram, Herr Schmidt on Tour. Wird auch Herr Schmidt on Tour bleiben, weil ich, ja, ob das per Rad, per Fuß, per Arbeit, per Auto ist, ich immer on Tour bin. Jetzt seit neuestem auch auf YouTube, auch hier, Herr Schmidt on Tour. Ich denke mal, das können wir auch irgendwo verlinken und teilen. Das verlinken wir, yes. Da werde ich jetzt die nächsten Wochen und Monate versuchen, die Reise zum Ötztaler 2025 zu dokumentieren. Mhm. Ja, und den Leuten Tipps zu geben oder die einfach mal auf die Reise mitnehmen. Voll. Ich merke das ja jetzt schon, dass das gut ankommt, was man da jetzt so fabriziert hat die letzten Wochen. Ja, und da möchte ich jetzt dranbleiben. So geil. Also Leute, ich finde es wahnsinnig spannend, einfach auch da zu sehen, was der Mensch, einfach der Mensch, kopfmäßig und körperlich ganzheitlich imstande ist, gell? Und ja, an der Stelle, André, dir jetzt noch die Möglichkeit für eine Botschaft nach draußen. Was magst denn du heute, nach all dem, was du geschafft hast, gerne nach draußen geben an die Leute? Steckt den Kopf nicht in den Sand, weil dann seht ihr nichts. Blickt nach vorne. Mhm. Auch wenn es manchmal schwer ist, weil die Vergangenheit dann doch irgendwann mal einholt. Umgebt euch mit positiven Menschen. Ja, und genießt die Zeit mit der Familie. Und ich möchte als Botschaft sagen, Leute, einfach machen. Das ist für mich so jetzt ein paar Mal im Gespräch hochgekommen, ja. André, denn genauso ist es ja bei einem Rückschlag. Und wenn du einen schlechten Moment hast, was hilft es, wenn wir in diesem Leid in dem Moment uns drin suhlen, gell? Sondern einfach weitermachen, weitermachen. Und dann wird es auch wieder anders werden. Und das so euch für euch heute als Endbotschaften einfach. André, vielen Dank, dass du deine inspirierende Geschichte geteilt hast und dass wir zusammenarbeiten durften, ich ein Teil davon sein durfte, das macht mich richtig stolz. Ja, und Leute, also ich werde auf jeden Fall weiter beim André gucken, wie er sich auf sein 2025 vorbereitet und mit Sicherheit eine andere Leistung dann erbringen wird, wenn er jetzt dranbleibt, denn das ist der Punkt, ne? Dranbleiben, das wird sich auszahlen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Kommentar da, folgt auch dem André auf dem YouTube-Kanal. Abonniert diesen Kanal oder wenn ihr es über Spotify hört, auch hier könnt ihr einen Kommentar da lassen. Wir freuen uns über Liebe. Es ist ganz wertvoll, dass mehr diesen Podcast hören, davon inspiriert werden, davon profitieren. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, ciao.